Wenn wir jetzt sagen, die Schule und der Kindergarten sind ein Zirkus, dann ist das keine Beleidigung, schon gar nicht in Zederhaus. Im Projekt Zirkus Montana haben die Kinder aus Zederhaus gemeinsam mit Profis eine beeindruckende Show hingelegt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und so mussten auch die 53 Schüler der Naturparkschule Zederhaus und die 16 Großen aus dem Kindergarten fleißig für ihre Vorstellung als Zirkuskünstler trainieren. Ja, Zirkus ist der einzigste Ort der Welt, wo man mit offenen Augen träumen kann. Jedes Kind früher, noch vor 20 Jahren, das ist eine lange Zeit, hat sich gewünscht, im Zirkus aufzutreten. Jedes Kind, das war ein Kindheitstraum, einmal im Zirkus aufzutreten. Und so haben wir uns es zur Aufgabe gemacht, diesen Traum den Kindern zu erfüllen. Im Rampenlicht zu stehen, den Applaus zu bekommen, die Bewunderung und stolz zu sein auf das, was sie hier in kürzester Zeit erlernt haben. Von unten schaut es vielleicht aus, aber wenn man dann das selber tut, dann ist es eigentlich eher schwerer. Ja, ich habe gezaubert, also mit Konfettis oder so Sachen halt. Das ist auch eine ganz große Herausforderung für die Kinder, mit Tieren zusammenzuarbeiten. Sie lernen da auch, wie man mit Tieren umgeht, das auch wertzuschätzen, was die Tiere oder das Vertrauen zu dem Tier zu gewinnen und das Tier auch zu dem Kind. Eine Woche lang wurde mit Zirkusprofis in einem richtigen Zirkuszelt fleißig geprobt. Natürlich wurden die Kids auch professionell für ihren Auftritt geschminkt. Wir wissen, es gibt ganz viele verschiedene Talente, ganz viele verschiedene Intelligenzen. Und was ist das, was wir in der Schule fördern? Mathematik, Deutsch lesen, Musik, vielleicht ein bisschen Sport. Dann ist es aber auch schon zusammengekommen. Es gibt noch so viele andere Dinge, die eher so versteckt sind. Und da haben jetzt die Kinder einfach einmal Zeit, vielleicht ein Talent zu entdecken, was sie vorher gar nicht gewusst haben, dass sie das eigentlich haben, was in sie schlummert. Und wir staunen immer wieder, was die Kinder können, wenn man ihnen was zutraut und wie sie über sich selber aus sie wachsen können. Ob Zauberer, Trapezkünstler, Clown oder Daumendresseure, stolz und selbstbewusst betraten die kleinen Zirkuskünstler die Manege, um ihr Können den vielen Besuchern vorzuführen. Die Großen sind ja in Wirklichkeit noch sehr klein. Wie ist es Ihnen gegangen, also die letzten Tage? Waren Sie sehr nervös? Alles am Anfang ein bisschen nervös natürlich, aber die Freude hat gleich überwogen. Also Sie sind nach jedem Training wieder in den Kindergarten gekommen, freudestrahlend. Also Ihnen hat es voll gefallen. Damit nun jeder weiß, was ein Trapezkünstler zu tun hat, hat uns Linda das ganz genau erklärt. Da muss man da so mit beim Seil da mit dem Arsch ein und ich weiß nicht mal, wie es weitergeht, dann tue ich glaube ich den fast da durch beim Seil und dann muss ich den Kopf da durch. Die Kinder aus Zederhaus haben die Herausforderung, kleine Kunststücke auszuprobieren und einzuüben, sofort angenommen. Sie haben gelernt, nicht aufzugeben, haben Vertrauen gefasst und ihr Wir-Gefühl wurde gestärkt.